Für den Fall eines Scheiterns der Blitzkriegsstrategie gab es keinen Plan B. Die Blitzkriegsstrategie musste funktionieren oder der deutschen Kriegführung war ihre strategische Grundlage entzogen. Und dieser Umstand macht das Scheitern des Blitzkrieges im Herbst 1941 zu einer solchen, aus Sicht der deutschen Kriegführung, zu einer solchen Katastrophe. The soldiers are no longer confident of victory. All they can do is brood silently. Die Nächte waren das Schlimmste, die Zeit verging nicht. Dann stoß meine Nachbarn und sagt, bist du überhaupt noch da? Bin ich noch da oder was? Es war furchtbar. Die Läuse kratzten uns. Je näher sie ans Feuer kamen, umso lebendiger wurden die. Denn wir hatten ja alle Läuse, wir konnten sie ja wochenlang nicht waschen. Und so weiter und so weiter. The only bright spot was the mail from home. Ich bekam Post und dann war eine Karte drin meiner Mutter mit guten Wünschen für das neue Jahr und für Weihnachten. Und ein Marmorkuchen, mein Lieblingskuchen. Also alles Dinge, die Nahrung für Körper und Seele waren. Und von den paar Süßigkeiten, die drin waren, habe ich alles verteilt an die Leute. Dann haben wir jedes Wort meiner Mutter auf der Karte vorgelesen. Und da war... Da war alles mucksmäuschenstill. Dass es außerhalb dieser furchtbaren Katastrophe, von der sich kein Mensch vorher ein Bild machen konnte, noch etwas auf der Welt gab. Gibt es noch Weihnachten? Gibt es noch einen Tannenbaum? Gibt es noch eine Bescherung? Gibt es noch eine Christmette? Gab es das alles mal auf der Welt? Oder ist das bloß eine Illusion, die wir noch haben? So etwa. The goal was so close, and yet so far away. Da habe ich plötzlich in der Morgensonne durchs Scherenfernrohr die goldenen Türme des Kremls gesehen. Die haben da so aufgeleuchtet und geblitzt. Das war ein fantastisches Bild. Und vor allen Dingen, das hat einem das Gefühl gegeben, Mensch, du bist unmittelbar davor. Menschenskinder, wir haben es nicht mehr weit oder so ähnlich nicht. Tja, und das war's dann auch. December the 5th, 1941. The Panzer Vanguard of the Wehrmacht is poised to enter Moscow. Wir sind dann 10 oder 12 Kilometer von Moskau angekommen. Da musste ich mein Fahrzeug sprengen und von da aus ging es zu Fuß zurück. The Soviet counterattack. Fresh, rested ski divisions that Stalin has transferred from Siberia to defend Moscow. Es gab nur noch eins, Flucht nach links, weg von der Straße, durch den hohen Schnee und von hinten die Skiläufer, die Panzer. Wir sind gelaufen. Und dabei habe ich die 08 rausgezogen und habe gedacht, wenn du jetzt verwundet wirst, dann ziehst du sofort die Pistole und hältst sie dir am Kopf. Es sind mehrere hinter mir liegen geblieben. Die wurden mit Bajonett umgebracht. Die sind vielleicht 15, 20 Mann gewesen, die den Waldrand erreicht haben von den 300. The Wehrmacht has suffered its first defeat. The dream of a quick victory is gone. Dass wir Moskau nicht einnehmen konnten, war eine Riesenenttäuschung. Für den Ehrgeiz der Truppe, unter dem Motto, das schaffen wir schon, aber das hatten wir eben nicht geschafft. Das gab es bis dahin ja fast für eine Panzerdivision nicht. Und das machte selbstverständlich nachdenklich. Hitler gives the order, stand firm, at any cost, no retreat. He himself takes over command of the army, dismissing all the top generals.
Even Panzer General Heinz Guderian. He had dared to move his units back a little against Hitler's orders. And for that he has to go. His men can't believe it. Man sagte, wie kann man einen solchen Fachmann wegen kaum nachvollziehbarer Gründe, wie kann man so einen ablehnen? Also das war schon ein Schlag gegen die traditions- und selbstbewussten Panzerleute. Ne? Das hat uns nicht gefallen. A year later, the circumstances of Guderian's dismissal still anger his comrades in captivity in England. Actually, Guderian is a decent man. I have known him since he was a cap. But he allowed Hitler to treat him like a snotty child. Hitler gave him a bollocking and threw him out. Guderian asked for a review. He told me this himself, but he was turned down. At home in Berlin, he was a nonentity. He said to me, I'm ashamed to go to the barbers because they will ask me, what are you doing here? Does Hitler often visit the troops in the East? Never. They haven't been able to get him to visit the army groups in ages. Only in an absolute emergency. He stays at home and locks himself in. Absolute tyrannical lunacy. After the Moscow crisis, Hitler increasingly makes decisions on his own. But the generals obey. Later, they will say Hitler threw away victory by delaying the march on Moscow. After the war, many of the generals had this obsession, I think, with capturing Moscow. Now, although Moscow had real symbolic significance, I'm not entirely convinced that the capture of Moscow itself would have led to the end of Red Army resistance, any more than Napoleon's capture of Moscow allowed the Grand Army to defeat Russia. February 1942. The Wehrmacht is on the defensive for the first time. And it gets a taste of its own medicine. At Demyansk, near Lake Ilmen, six German divisions are trapped by the Red Army. 95,000 German soldiers are cut off. They can only be supplied by air. Defeat is only a matter of time. Outside this pocket, 35 kilometers away from the trapped army, General Walter von Seydlitz-Kurzbach arrives. He has instructions to break through the Russian siege line. Joachim Sandau was with him. General von Seydlitz ist grundsätzlich mit dem Karabiner unterwegs gewesen. Das heißt also, das war für einen General ja eine ganz eigenartige Geschichte. Ein General kam nicht mit dem Karabiner an. Der ja. Wenn einer einen Karabiner überhängt als General, ja, dann hat er schon gewonnen bei den Lanzern. Ja. So war's doch. Walter von Seydlitz, a general without vanity. Er hatte wirklich für jeden Einzelnen, ob es nur Offizier, Unteroffizier oder der einfache Pionier oder Jäger gewesen ist, ein offenes Wort gehabt. He came from one of the most prestigious Prussian military families. His daughter Ingrid remembers. Er war immer sehr, sehr liebenswürdig. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen dem Postboten und dem Grafen so und so. Das lag ihm nicht. Er hatte allerdings ein starkes Pflichtgefühl. Das habe ich auch als Kind gemerkt. Und dass man auch, wenn man aus so einem alten Adelsgeschlecht kommt, dass man auch ziemlich viel Verantwortung eigentlich trägt und dass man der auch gerecht werden muss. So ist er eigentlich aufgewachsen. Noblesse oblige. It was no empty phrase for Seydlitz. Heinrich Graf von Einsiedel got to know him in 1943. Seydlitz war ein tapferer, aufrechter, klar denkender Soldat.
in militärischen Dingen klar denkender Soldat, politisch na vollkommen ungebildet. Seydlitz hat zu mir selber gesagt, mir war an Hitler nichts aufgefallen als schlecht sitzende Uniform und schlechte Tischmanieren. Seydlitz will be one of the few Wehrmacht generals to openly oppose Hitler. But it hasn't come to that yet. On March the 20th, 1942, he orders the attack on the Soviet positions near Demyansk. Four weeks later, the assault troops have fought their way to the trapped army. Es war ja so, dass rings um die Stelle, wo gekämpft wurde, wo wir angegriffen haben, dass da überhaupt kein ordentlicher Stand. Es war mehrmals hin und her gegangen vorher und da ist natürlich nichts übrig geblieben. The supply lines to the units at Demyansk are open again. And Walter von Seydlitz is the hero of the day. Das war für Seydlitz natürlich ein ganz großer operativer Erfolg, zweifelsohne. Aber er hat sich durchaus fatal ausgewirkt, weil man im Oberkommando der Wehrmacht, im Oberkommando des Heeres nun glaubte, auch eine größere Armeegruppe aus der Luft versorgen zu können. Und dieser Glaube, dieser Irrglaube, der sollte sich 1942 noch fatal auswirken. Spring 1940.